Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück hier in Himmelsrand. Oh, die Khajiit-Karawane ist da. Wir sind direkt vor den Toren von Weißlauf. Schon so lange in diesem Land, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, erfahren. Diese weißen Kannst du mir beibringen, wie ich besser Flocken, schleiche? sie werden euch nie kommen sehen. Oh, sehr gut. Bis wohin? Ah, bis 50, mehr geht nicht. Okay. Habe ich kein Geld mehr? Doch, ich habe noch Euer Geld. Weg euch zu warmen Wüsten führen. Vielen Dank, Geila. Wie Und kann ich du, um die Zeit Urisad? hier auf die Karawanen von Madran oder Akari gestoßen? Verkauft ihr mir noch was? Mein armes Amt von Elsmar ist weit Ah, so viele, überhaupt, dass die einfach weiterreden. Was habt ihr denn zu Werft mit verkaufen? einem Blick darauf. Urisad. Ja, da ist nichts dabei. Sehe ich hier was Cooles? Nee. Ist ja voll der Schwachsinn. Gifte und so. Den kaufe ich. Aber sonst. Essen. Nee, Zutaten. Brettpilz. Koboldgalle. Borgwurzel und Mondzucker. Ogerzähne. Also okay, Zutaten sind sehr echt gut. Skripgelee. Sumpfblumen. Und Wurmkopfkappen. Okay. Zutatentechnisch sind sie echt gut unterwegs. Bücher. Angelkarten. Aha. Kann ich dir was verkaufen? Das hat es jetzt verkauft, richtig? Ja, okay. Und sonst? Mehr kann ich dir nicht anbieten, ne? Möge Okay. euch die Sonne Tschüss, selbst Kätzchen. verwundern. Aber ich habe mich gerade erinnert, bevor wir nach Markarth fahren können von den Stellen aus. Müssen wir noch die ganzen Fälle loswerden. Wir waren hier gerade in der Festung Bruchzahn oder wie auch immer das Ding hieß. Und. Ja, stimmt, die habe ich da auch noch rumliegen. Da waren die ganzen Pelze drin. Der ist leer, den behalten wir. Die kann ich immer noch nicht loswerden. Weg. Die kann ich auch nicht loswerden. Noch nicht. Kommt alles noch. Okay. Sonst noch was? Nee. Okay. Lüdi, jetzt können wir nach Markarth fahren. Beziehungsweise wir reisen wieder zurück nach Weißlauf. Von Weißlauf wieder nach Markarth. Ja, die Metalle Jorvaskir. Das ist unser Fahrer, oder? Nein. Reitet schnell wie der Wind. Ist das der Fahrer? Ihr braucht Ja, etwas? Wohin Björlam. soll's gehen? Nach Markarth. Klettert wieder hinein. Dann Oh. sind wir weg. Ist ganz schön billig. Wart ihr schon mal in Markarth? Manche sagen, die Zwerge hätten die Stadt erbaut. Ach stimmt, Doch das ist die davon habe ich kein Zwergenstadt. Wort. Also damit ist nicht gemeint, dass da in der Stadt Zwerge sind, sondern es war mal eine alte Zwergenstadt. Die Ställe von Markarth wurden entdeckt. Ich will aber eigentlich auch nicht in die Stadt hinein. Das ist Markarth hier. Ich will ja eigentlich an Markarth vorbei, nach da oben zu den toten Krähenfelsen. Gerade nur noch am Überlegen, wie wir da am dümmsten hochkommen. Ich würde vermuten, hier irgendwie hochlaufen. Irgendwie geil. Oder hier rum. Ich glaube, hier ist wirklich
unser einziger Weg, wie wir hier hochkommen. Setze ich mal den Marker hier unten hin. Komm, Lady. Ist das hier Bjolam wieder? Die Stadt Markart ist auf jeden Fall. Ah, nee, das ist der andere Reiter da. Oder der andere Kutscher. Da ist auch wieder so ein Tumult, der schreit schon nach einer Quest. Das ist eine Wache von Markart. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenbluts? Nein. weiterhin da lang, okay. Außer wir können hier schon irgendwo hoch. Ich sehe aber keinen Weg. Eine Ziege. Ah, hier ist ein ganz kleiner Weg. Welchen Drachen gehört? Ja, ich habe einen Drachen gehört. Okay. Komm, Lüdi, der lässt uns noch in Ruhe. Oh, gerade rausgewichen. Gutes Häschen. Ey, wie der sich bewegt, mal in Zeitlupe, dann super schnell. Wo ist er jetzt? Oh ja, stimmt. Drache. Hey, weg hier. Wir ignorieren das Häschen. Irgendwie da hoch müssen wir. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Netter Versuch. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Ich sterb lieber. Herkommen sollen. Ich stehe auf eurer Seite. Was macht ihr denn da? Ich, Lüdi, versuche seine Seele zu fangen. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Danke, Lüdi. Ist die was wert? Nö. Magierhaube ohne Magiezeug drauf. So. Da vorne sitzt ein Fuchs. Den ich verfehlt habe. Schade. Vielleicht können wir ihn ja nochmal. Noch rennt er vor mir weg. Aber vielleicht erreiche ich ihn trotzdem nochmal. So zumindest nicht. Okay, ich glaube, wir müssen links rum hoch. Da, wo der Fuchs lang ist. Wenn ich die Karte richtig studiert hatte. Oh, irgendwas zerfleischt hier, was anderes. Ein Wolf zerfleischt mein Fuchs. Komm zurück, Wolfi. Ja, der Fuchs ist abgehauen. Schade. Und zack. Und zack. Vielen Dank, Lüdi. Und danke, Wölfchen, für deine Seele. Oh, da hinten ist eine Ziege. Nicht getroffen. Aber da scheint der Weg hoch zu gehen. Hätten wir gar nicht hier lang müssen. Speichere ich mal, da ist nochmal eine Ziege.
Ist es echt durch die Beine von der Ziege durch? Ich habe trotzdem die Killcam bekommen. Na super. Da ist noch eine Ziege. Und ein Wolf. Wo ist er? Wo kommt er? Macht er sich jetzt an die Ziege? Aha. 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 Ich habe mich infiziert mit Rock Joint. Was ist Rock Joint? Rot, rot, rot. Nahkampfwaffen sind 25% weniger effektiv. Willst du mich veräppeln? Habe ich irgendwie einen Zaubertrank der Heilung? Krankheitsheilung? Nee, schade. Da muss ich demnächst zu Arcadia. Wo ist denn Lydi eigentlich? Da unten. Komm, Lydi. Wir haben da noch ein Stückchen Waffe zu bergen. Hexenfelsen. Oh, da. Da ist einer. Ein Verschworener. Na super. Die habe ich noch nie gemocht. Wieso denn ich? Ich kann euch nicht besiegen. Kein Seelenstein ist mehr groß genug. Okay. Gott, was haben die für schlechte Waffen? Nee, danke. Die sind ja schlecht drauf. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht mochte. Weil die immer so komisch unterwegs sind. Mit ihren komischen Rüstungen und ihren... Einfach nur wilde Leute. Das lassen wir auch da. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Da liegt ein Helm. Der wird sich vielleicht lohnen. Der ist zumindest schon aus Stahl. Komm zurück, Lydi. Seele gefangen. Oh, das hat getroffen. So ein bisschen Geräusch. Ich mag sie. Okay, sie mag ich. Ich heile mich mal. Hui. Ich sehe die nicht. Lydia scheint sie zu sehen. Oh, den da sehe ich. Oder auch nicht. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Wer ist sie gerade? Niedergeworfen? Gnade. Ich hab gar nichts.
verschworenen Bogen. Er sieht cool aus, aber er ist schwach wie so. Ha, kritischer Schlag. Tränke. Honig. Nehmen wir alles mit. Da ist nochmal ein Trank. Da oben steht nichts drauf. Was haben wir denn hier in der Kiste? Lady, ich bin gleich wieder bei dir. Mach dir keine Sorgen. Das nehmen wir mit. Was hat der so bei sich? Gift. Ja. Ach stimmt, Zutaten muss ich noch probieren. Die von dem Khajiit. La 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 la. Jetzt habe ich Salz gegessen. La 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 la. So. Oh. Irgendwas hat mich umgehauen. Nachtsicht. Oh, ein Rire Heart. Oder Herz. Das sind die Chefs von denen. Wo ist er denn? Wurde der von einem Felsen zermalmt? Genau, die haben hier im Herzen so dieses Dornenherz hängen. Und das ist auch eine Zutat. Zack. Und wenn ihr euch an die Rand schleicht, ist es sehr schwer, weil die haben eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch hinschleicht und denen das über Taschendiebstahl das Herz rausnehmt, dann sterben sie einfach. Da, wo sie gerade stehen, klappen sie zusammen. Und wenn ihr es dann zurücklegt, werden sie dadurch nicht wieder wiederbelebt. Da müsste ich also keine Sorgen machen. So als kleine Hintergrundinfo, die eigentlich auch ganz interessant ist. Lebt da immer noch einer? Ich habe mich jetzt auch nicht versteckt. Da kommt ein Troll. Digga, guck hinter dich. Hinter dich. Den interessierten Troll? Du schaffst das, Lüdi. Ich bin bei dir. Ich kann dir leider nicht arg helfen mit meinen Waffen, weil ich bin infiziert. Habe ich auch stärkere Pfeile. Die da zum Beispiel. Die sehen ja scheiße aus. Immerhin tun wir ihn zurückschleudern immer wieder. Aber sie drischt auch mit dem Schild da und auf ihn ein. Anstatt dass sie mit ihrer Waffe zuschlägt. Was macht ihr denn da? Dir in den Rücken schießen, weil du blöd stehst. Hey, alles gut. Ich will nur, dass du auch mal wieder schlägst. Huch, was haben das jetzt? Achso, Pfeile, Schläge. So, andere Pfeile, Stahlpfeile. Orkische Pfeile. Und ein Eben. Komm, wir nehmen den Ebenerzpfeil. Und das nächste sind die orkischen Pfeile. Dir helfen. Auf zu meckern, Lüdi.
Außerdem geht es dir doch noch ganz gut. Erste Hälfte fertig. Ich probiere doch mal mein Schwert. Ah, so schlimm ist es doch nicht. Es geht eigentlich echt. Das könnte echt schlimmer sein. Trollfett nehmen wir mit. Die lassen wir da drin liegen. Was haben wir denn hier? Nichts und nichts. Was ist das hier? Haben wir noch einen Felsen in der Form eines Steinzelts? Okay. Dann. Ah, jetzt weiß ich, die haben die Steine runtergeschmissen. Haben dabei ihren Chef zerquetscht. Ja, gut. Dann wohnt hier der Chef. Wieder ein Waldelf. Und liegen hier dauernd tote Waldelfen rum. Hat mein Schild keine Nummer mehr? Es hat keine Nummer mehr, ja. Geh einfach mal rein, Lüdi. Natürlich ist sie nicht mitgekommen. Warum auch? Streitkolben des Winters. Oh, hi. Nein, das ist nicht alles, aber. Das reicht. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Hui. Jetzt aber. Du kannst den Abgeschworenen abschwören. Hey, von hinten angreifen ist nicht nett. Mach ich immer. Das war das Ende von Drachenblut. Okay, jetzt weiß ich immerhin, dass ich hier drin von mehreren angegriffen werde. Schon mal gut zu wissen. Waffen. Ein Nordpfeil mit tödlichem Gift. Ist da jemand? Wer hat mich denn hier gesehen? Fett nehmen wir auch mit. Lederstreifen. Trank. Das da. Salz. Auch sehr schön. Bündel aus Nordranken. Also irgendjemand hier drin weiß, dass ich da bin. Habe ich einfach normales Gift hier drin? Nee, ne? Ist da jemand? Das war schon alles? Nein. Wow. Jetzt sicher weg.
Ein Schlag und ich lag. Okay. Okay. Habe ich den Pfeil, den Nordpfeil? Ja. So, da sitzt der eine. Okay, also die Eisstachel sind schon ziemlich hart gegen mich. Ah, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich meine, wir sind ja scheinbar eh schon aufgeflogen, nur weiß er noch nichts davon. Sonst würde er keinen Schleichschaden bekommen. Ah! Oh. Okay, also Eis ist wohl doch wieder ein Problem für mich. Ich habe nichts gehört. Ach komm. Durch den Bogen bin ich noch in Zeitlupe gelaufen. Okay, zwei Schuss habe ich Zeit. Ein Schuss auf ihn, während ich schleich. Dann gleich aufstehen und dann nochmal ein und dann runter. Kritisch und nicht kritisch. Ich schätze, die Luft ist rein. Da sage ich jetzt nichts. Bin ich jetzt in der Todesloop? Das wäre nicht so super. Schön unten bleiben. Ha! Frostsalze, her damit. So. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.